Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Innerhalb der Vorlesungsreihe des Steuerrechts sind wir uns mittlerweile bei der 15. Vorlesung und jetzt werden wir uns damit befassen, wie wir vom errechneten Einkommen zu der tariflichen Einkommensteuer kommen. Okay, wie gehen wir dabei vor? Erst einmal schauen wir, wie wir zum ZVE, zum zu versteuernden Einkommen, kommen, indem wir den Herdausgleich betrachten und den Kinderfreibetrag sowie die Günstigerprüfung zu diesem. Dann tun wir von ZVE zu der tariflichen Einkommensteuer rechnen. Das machen wir, indem wir die außerordentlichen Einkünfte und den Progressionsvorbehalt berücksichtigten. Ja, theoretisch geht es dann weiter, dass wir bis zur festzusetzenden Einkommensteuer und anschließend zur Abschlusszahlung oder Erstattung kommen. Das ist aber dann in dem folgenden Video, was dann auch mehr oder weniger das Ende für die Einkommensteuervorlesung bedeuten wird. Okay, fangen wir an. Erst einmal das zu versteuernde Einkommen, kurz ZVE. Das ergibt sich halt aus dem bereits errechneten Einkommen, abzüglich des sogenannten Härteausgleichs und der Kinderfreibeträge, sofern laut günstiger Prüfung das günstiger ist als das Kindergeld. Wir haben also ganz einfach Einkommen minus Härteausgleich zu finden in § 46 EStG in Verbindung mit § 70 EStDV. Minus den Kinderfreibetrag nach § 32 Absatz 6 EStG und dann sind wir beim zu versteuernden Einkommen ZVE. Was hat es mit diesem Härteausgleich auf sich? Ja, wie gesagt, zu finden in § 46 EStG und § 70 EStDV. Und der 46 EStG regelt ganz einfach, wann überhaupt eine Veranlagung durchgeführt werden muss, also wann eine Steuererklärung abzugeben ist. Hier ist nur Absatz 2 Nummer 1 EStG interessant, der besagt, dass eine Veranlagung und damit natürlich die Abgabe einer Einkommensteuererklärung nicht nötig ist, wenn der Steuerpflichtige nur Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit, vergleiche § 19 EStG, hat. Oder aber die Summe aller anderen Einkünfte maximal 410 Euro beträgt. Darauf aufbauend gibt es diesen Härteausgleich, den wir in § 70 EStDV finden. Und zwar, wenn die Summe unserer anderen Einkünfte kleiner gleich 410 Euro ist, dann können wir diese voll abziehen als Härteausgleich. Liegen wir im Bereich 410 bis 820 Euro, haben wir einen Härteausgleich in Höhe von 820 Euro minus der Summe der anderen Einkünfte. Das heißt, sind teilweise abzugsfähig. Liegen wir über 820 Euro, findet halt kein Härteausgleich statt. Wichtig hierbei, bei der Zusammenveranlagung verdoppeln sich die Werte für den Härteausgleich nicht. Das heißt, das wäre mal ein Fall, wo, wenn alles andere bei Einzelveranlagung und Zusammenveranlagung vorhanden wäre, hier die Zusammenveranlagung nicht automatisch günstiger wäre. Machen wir zum besseren Verständnis eine Übung. Der kinderlose Anonym hatte im VZ 2016 ein Einkommen von 35.000 Euro. Die Frage ist jetzt nach der Veranlagungspflicht und wie hoch das ZVE wäre, wenn A. er 300 Euro Einkünfte Vermietung Verpachtung hatte und der Rest aus nicht selbstständiger Tätigkeit besteht, B. er 200 Einkünfte aus V&V hatte, 150 Euro aus selbstständiger Tätigkeit, 150 aus Land- und Forstwirtschaft und der Rest nicht selbstständige Tätigkeit und C. er 1.000 Euro aus Kapitalvermögen und der Rest nicht selbstständige Tätigkeit ist. Okay, nochmal kurz oben alles aufgeschrieben, kleine Tabelle dazu. In allen Fällen beträgt natürlich das Einkommen 35.000 Euro. Bei A haben wir andere Einkünfte, also andere nicht selbstständige Einkünfte in Höhe von 300 Euro. Macht einen Härteausgleich von den vollen 300 Euro, da wir hier unter den 410 Euro, die wir maximal direkt abziehen können, liegen. Das ZVE ist einfach die Differenz aus beiden, macht 34.700 Euro. Eine Veranlagung ist hier freiwillig, nicht zwingend nötig. Wie sieht es aus bei B? Die anderen Einkünfte betragen 200 Euro plus 150 plus 150 Euro, macht nach Adam Riese 500 Euro. Hier sind wir in dem Bereich von 410 bis 820 Euro, das heißt, wir können nur teilweise abziehen. Und zwar 820 Euro minus der Summe von 500 Euro ergibt einen Härteausgleich von 320 Euro und damit ein ZVE von 34.680 Euro.
Bei C haben wir 1000 Euro andere Einkünfte, damit sind wir über den 820 Euro drüber. Es findet kein Härteausgleich statt. Das ZVE bleibt gleich, 35.000 Euro. Für B und C ist halt eine Veranlagungspflicht, weil wir mehr als 410 Euro andere Einkünfte haben. Und damit sind wir schon bei Punkt 1, Punkt 2, der Kinderfreibetrag zuzüglich der durchzuführenden Günstigerprüfung. Finden tun wir dazu etwas in § 32 Absatz 6 Satz 1 StG. Hier wird für jedes steuerlich zu berücksichtigende Kind, bitte dazu Vorlesung 13 beachten, dem Steuerpflichtigen einen Kinderfreibetrag in Höhe von 2.304 Euro zuzüglich 1.320 Euro für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf des Kindes gewährt, der vom Einkommen abgezogen wird. Bitte beachten, ich bin hier Rechtsstand 2016, in 2017 haben sich diese Werte wie die meisten erhöht und in den kommenden Jahren wird sich das tendenziell auch noch erhöhen. Wichtig hierbei ist, dass für jeden vollen Monat, in dem ein Kind die Voraussetzungen nicht erfüllt, jeweils um ein Zwölftel gekürzt wird. Oder andersrum gesagt, für jeden Monat, wo das Kind mindestens einen Tag in diesem Monat die Bedingung erfüllt, kann man es ansetzen. Satz 2 desselben Paragraphen sagt, dass Eheleute, die zusammen veranlagt werden, dass sich bei diesen diese Beträge verdoppeln und dass bei Einzelveranlagungen jeder der Ehegatten Anspruch auf den Einzelbetrag hat. Satz 3 regelt, wie es aussieht, wenn einer der Elternteile verstirbt, das wäre dann die Nummer 1, oder wenn man ein Pflegekind alleine adoptiert, das ist dann die Nummer 2, dann hat man doppelten Anspruch auf den Freibetrag. So, wie kann man die Errechnung der tariflichen Einkommensteuer vornehmen? Das ist erstmal mittels der Steuerformeln möglich. Problem ist, eigentlich kommt das ja erst später, aber wir brauchen es jetzt hier schon, da es für die günstige Prüfung notwendig ist, die tarifliche Einkommensteuer bereits im Voraus zu errechnen. Das Anwenden der Steuerformeln, wie ich gesagt habe, die finden wir an 32a Absatz 1 StG. Vorteile, wir haben ein sehr genaues Ergebnis und die Formeln sind im StG zu finden, also das heißt, wir können sie jederzeit nachschlagen. Nachteil, je nach Einkommen gibt es verschiedene Formeln und zwar bis zu 5 Stück. Paragraph 32a Absatz 1 Satz 6 StG sagt einfach, dass die Einkommensteuer auf volle Euro abzurunden ist, also sprich, die Kommazahlen streichen wir einfach. Bei der Zusammenveranlagung zu finden 32a Absatz 5 StG wird gesagt, man macht das wie eine Einzelveranlagung, allerdings das ZVE wird durch 2 geteilt und die darauf entfallende Einkommensteuer verdoppelt. Also man tut im Prinzip so, als hätte jeder der Ehegatten von dem zusammen errechneten ZVE die Hälfte erwirtschaftet. Man kann das als Formel ausdrücken, und zwar Einkommensteuer der Zusammenveranlagung ist das Doppelte der Einkommensteuer für Einzelveranlagung mal 1/2 vom ZVE. Wie sieht es jetzt mit diesen Steuerformeln aus? Wie gesagt, für die Einzelveranlagung, für die gemeinsame, man halbiert in gewisser Weise sozusagen die Messungsgrundlage und verdoppelt die daraus entstandene Steuer. Das ist tatsächlich sogar günstiger, als wenn man es einzeln aufteilen würde in der Regel. Also, bei einem ZVE von maximal 8.652 Euro, also den sogenannten Grundfreibetrag, da ist alles einkommensteuerfrei, sind wir bei 0 Euro, es gibt keine Formel und auch keine Zeichen, die erläutert werden müssen. Als Beispiel sagen wir mal 7.500 Euro, Steuer ist halt 0 Euro, da kleiner 8.652 Euro ZVE. Ist das ZVE zwischen 8.653 und 13.669 Euro, gilt die Formel 993,62 mal Y plus 1.400, das Gesamte dann nochmal mal Y. Y ist hierbei, Klammer auf, ZVE minus Grundfreibetrag, Klammer zu, durch 10.000. Nehmen wir als Beispiel ein ZVE von 9.000 Euro, damit sind wir in der Spanne. Y ist jetzt also 9.000 Euro minus 8.652 Euro geteilt durch 10.000 macht 0,0348. Setzen wir das in die Formel oben ein, haben wir im Prinzip 993,62 mal 0,0348 plus 1.400, Klammer zu, mal 0,0348 und das ergibt eine Einkommensteuer von 49 Euro.
haben wir ein ZVE von 13.670 bis 55.665 Euro. Dann gilt 225,4 mal Z plus 2.397. Das davon nochmal mal Z plus 952,48. Wobei Z ist in Klammern das zu versteuernde Einkommen minus 13.669 Euro, Klammer zu, geteilt durch 10.000. Nehmen wir mal an, das ZVE sei 14.000. Dann errechnet sich Z mit 14.000 minus 13.669 durch 10.000. Ergibt 0,0331 Euro oder auch nicht. Setzen wir es in die Formel oben ein, kommen wir auf eine Steuer von 1.032 Euro. Bei der vierten Formel ist der Bereich 53.666 Euro bis 254.447 Euro maßgebend. Hier rechnet sich die Steuer vergleichsweise einfach, und zwar mit 0,42 mal x minus 8.394,14, wobei x einfach das zu versteuernde Einkommen ist. Nehmen wir an, das zu versteuernde Einkommen wäre 80.000, damit wäre natürlich x auch 80.000, wenn wir das oben einsetzen, kommen wir auf eine Einkommensteuer von 25.205 Euro. Und der letzte Fall, wenn man reich genug ist, im Jahr mehr als 254.477 Euro ZVE zu erwirtschaften, dann errechnet sich die Steuer mit 0,45 mal x minus 16.027,52 Euro. X ist hier wieder das ZVE, nehmen wir an, das sei 300.000, dann ist natürlich x auch 300.000. Die Einkommensteuer wird, wenn wir das einsetzen, dann 118.972 Euro betragen. Was, wenn wir das auch mal ungefähr anschauen, dass ein bisschen weniger als die Hälfte sein soll, auch etwa hinkommt. Eine andere Variante ist das Intervallhalbierungsverfahren. Das findet man nicht im Gesetz, das ist jetzt einfach eine Anwendung aus Mathekenntnissen. Vorteil, immer wenn man natürlich sowas anwendet, man braucht keine Formeln. Nachteil, man braucht halt die Einkommensteuertabelle, weil man Vergleichswerte benötigt. Und für den Bereich von 71.617 bis 254.446 Euro ist nicht anwendbar, da es dafür keine Einkommensteuertabellen gibt, sondern nur die Grundformel. Hierbei wird im Prinzip einfach nur die Abweichung von der nächsthöheren und nächstniedrigen Bemessungsgrundlage laut Tabelle errechnet, das ist dann das Intervall, und das kann man, die Einkommensteuer darauf, kann man dann für die Bemessungsgrundlage übertragen. Das klingt kompliziert, ist aber an sich von der Logik her einfach. Nehmen wir mal an, wir hätten 31.376 Euro Bemessungsgrundlage, beziehungsweise ZVE ist in dem Fall dasselbe. Das nächstniedrige laut der Grundtabelle ist für ein Einkommen von 31.368 Euro eine Einkommensteuer von 5.901 und für ein Einkommen, das nächsthöhere, 31.404, macht 5.912 Euro Steuer. Wir wissen jetzt also, da wir mit dem Einkommen irgendwo dazwischen liegen, muss auch unsere Steuer irgendwo dazwischen liegen. Das ist natürlich nicht genau genug. Wir rechnen jetzt also die Einkommensteuer für 31.376 zur unteren Grenze. Das heißt, das eigentliche, die 31.376 Euro, die wir eigentlich haben, minus die untere Grenze von 31.368 Euro, ist eine Differenz von 8 Euro. Zur oberen Grenze die Differenz sind 31.404 Euro minus 31.376 Euro, macht 28 Euro. Wir wissen jetzt also, wir liegen nahe der unteren Grenze. Wir rechnen immer zur unteren Grenze hinzu, und zwar hier 8 Euro, die wir haben, geteilt durch sozusagen die Summe des gesamten Intervalls, also 8 Euro plus 28 Euro, macht 8 Euro durch 36 Euro. Das heißt, wir müssen einen Faktor von 0,2 Periode zurechnen. Das heißt, die Einkommensteuer ergibt sich aus der unteren Einkommensteuer plus obere Einkommensteuer minus untere Einkommensteuer mal der Zurechnung. Also auf die Differenz zwischen den zwei Einkommensteuern, die wir laut Tabelle haben, wenden wir den Faktor an und rechnen das Produkt daraus zur unteren Einkommensteuer hinzu. Also mal anders ausgedrückt, die untere sind 5.901 Euro, die müssen wir sicher zahlen. Jetzt
kommt die Zurechnung von diesen 0,2 Periode. Und zwar auf die Differenz von 5.912 bis 5.901 Euro, also auf das Intervall, wenn wir so wollen. Das ergibt dann 5.901 Euro plus 11 Euro mal unseren Faktor 0,2 Periode ist gleich 5.901 Euro plus 2,44 Euro ergibt 5.903 Euro. Wie gesagt, diese Variante ist ein bisschen aufwendiger, ein bisschen länger, ist aber, ja, ohne die Formel zu bewerkstelligen, wenn man dann die Vergleichswerte hat. Ich muss zugeben, beide Varianten sind natürlich gewöhnungsbedürftig. Ich kann jetzt auch nicht stringent sagen, dass ich mich immer für eine entscheide. Die Sache, wo der Faktor x meistens genommen wird, also 0,42 oder 0,45, jeweilig multipliziert wird mal den Faktor, da nehme ich meist die Formel, weil sie kürzer ist und der Faktor klar ist. Ansonsten nehme ich meist das Intervallverfahren, aber es ist beides möglich. Ich wollte es hier nur mal vorstellen. Für die, die einfach logisch rangehen, ist das hier vielleicht nachvollziehbarer, als zu sagen, ich muss jetzt stupide eine Formel auswendig lernen oder dauernd nachschlagen. Okay. Aber grundsätzlich erstmal wieder zurück zum Kinderfreibetrag. Wenn er in Anspruch genommen wird, dann muss auf die tariflische Einkommensteuer das bezogene Kindergeld zugerechnet werden. Und das kann natürlich eine steuerliche Benachteiligung darstellen. Daher ist zu prüfen, was günstiger ist. Das ist die sogenannte Günstigerprüfung. Da wird nach folgendem Schema überprüft, ob halt der Kinderfreibetrag oder das Kindergeld nach § 66 Absatz 1 SEG günstiger wären. Wie läuft das jetzt ab? Also wir haben das Einkommen. Wir schauen an, wie es aussieht mit Kinderfreibetrag, ziehen von dem Einkommen den Kinderfreibetrag ab und haben das zu versteuerte Einkommen. Darauf natürlich die Steuer, die wir erheben. Dann müssen wir aber in dem Fall das Kindergeld hinzurechnen und damit die Bemessungsgrundlage für die Günstigerprüfung. Das müssen wir auf das Einkommen ohne den Kinderfreibetrag vergleichen. Das Einkommen ist halt dann einfach unser zu versteuerndes Einkommen. Hier wieder mal Steuersatz, ergibt die tarifische Einkommensteuer und das ist dann gleich die Bemessungsgrundlage für die Günstigerprüfung. Also wir überprüfen, ist es günstiger, vom Einkommen den Kinderfreibetrag abzuziehen, da man dann eine günstigere Steuer hat und dann das erhaltene Kindergeld draufzurechnen, oder ist es günstiger zu sagen, wir machen keinen Kinderfreibetrag, berechnen unsere Steuer halt ganz normal mit dem Steuersatz von unserem Einkommen und ZVE und ziehen halt kein Kindergeld ab. Mehr ist es nicht. Das ist relativ aufwendig für eine relativ kleine Sache, ist aber eigentlich immer durchzuführen. Ja, man wählt natürlich das günstigere Verfahren, logisch. So, nach § 66 Absatz 1 haben wir ein monatliches Kindergeld für erste und zweite Kinder von 190 Euro. Dritte Kinder bekommen 196 Euro monatlich. Und hat man noch mehr, kriegt man für jedes weitere 221 Euro monatlich. Damit das mal deutlich wird, machen wir wieder eine Ad-Hoc-Übung. Anonym hatte im VZ 16 ein Einkommen von 35.000 Euro, beruht aus Einkünften aus Vermietung, Verpachtung. Frage, wie hoch ist das zu versteuernde Einkommen, wenn man eine möglichst niedrige tarifische Einkommensteuer möchte, wenn a. er ein Kind hat und mit seiner Frau in Scheidung lebt, also Einzelveranlagung, b. er drei Kinder hat und mit seiner Frau zusammenveranlagt wird, c. er verheiratet ist, jedoch einzeln veranlagt wird, zwei kerngesunde Kinder hat, eins geboren am 16.10.1991 und das andere am 5.05.1993 bei einem Einkommen, das stattdessen 250.000 Euro beträgt. Fangen wir natürlich mit A an, der einfachste Fall, ein Kind mit seiner Frau in Scheidung, also Einzelveranlagung. Einkommen haben wir hier gegeben mit 35.000 Euro. Kinderfreibetrag errechnet sich mit 2.304 Euro plus 1.320 Euro, wir haben ja ein gesamtes Jahr, macht 3.678 Euro. Daraus bilden wir die Differenz, was unser zu versteuerndes Einkommen gibt, von 31.376 Euro unter der Voraussetzung, dass wir den Kinderfreibetrag wählen. Ist ja nur eine Prüfung. Jetzt müssen wir darauf die entfallende Einkommensteuer berechnen. Wie ihr seht, ich mache es hier mit dem Intervallverfahren. Wir haben ein unteres Einkommen, also das nächste untere ist 31.368 mit einer Steuer von 5.901, das nächst höhere 31.404 mit einer Steuer von 5.912.
Erinnert euch, wir hatten die Zahlenkarte, die untere Grenze errechnet mit sich mit 31.376 minus 31.368 macht 8 Euro. Die obere 31.404 minus 31.376 Euro macht 28 Euro. Das heißt, wir haben im Prinzip jetzt also 8 Euro durch 8 Euro plus 28 Euro hinzu, also 8 durch 36 Euro. Wir haben zur unteren Grenze eine Zurechnung von 0,2 Periode. Die Einkommensteuer errechnet sich mit der unteren Einkommensteuer von 5.900 Euro plus der Differenz aus oberen und unteren, also 5.912 minus 5.901, mal unsere Zurechnung für diesen Bereich, macht 5.901 plus 11 Euro mal 0,2 Periode ist 5.901 Euro plus 2,44 macht rund 5.903 Euro. Wir erinnern uns, Einkommensteuer wird abgerundet auf glatte Euros. Okay, das heißt, unsere tarifliche Einkommensteuer, wenn wir den kinderfreien Betrag wählen, sind 5.903 Euro. Jetzt müssen wir nach § 66 Absatz 1 StG das Kindergeld hinzurechnen. Er hat 190 Euro pro Monat bekommen, das 12 Monate lang, macht 2.280 Euro Hinzurechnung. Und ergibt damit die Bemessungsgrundlage für die Günstigerprüfung von 8.183 Euro. Ohne Kinderfreibetrag ist es natürlich erstmal einfacher zu rechnen. Sein Einkommen entspricht dem zu versteuernden Einkommen von 35.000 Euro. Ja, hier berechnen wir wieder die darauf entfallende Steuer. Nach dem Intervallverfahren wäre das nächst niedrigere 34.968 Euro, wo auf eine Einkommensteuer von 7.080 Euro entfallen würde. Das nächst höhere wären 35.004 Euro mit einer Steuer von 7.092 Euro. Die untere Grenze ist also 35.000 Euro minus 34.968 Euro macht 32 Euro. Die obere sind 35.004 minus 35.000 macht 4 Euro. Das heißt, wir werden uns sehr der oberen Grenze nähern. Vorteil an diesem Intervallverfahren, man kann es sogar einigermaßen im Kopf machen. Ich würde jetzt, ich weiß wirklich nicht mehr aus dem Kopf die Lösung, aber ich würde jetzt auf 7.091 etwa schätzen, unsere Einkommensteuer. Mal schauen. Zurechnung zur unteren Grenze wären 32 Euro geteilt durch 32 plus 4 Euro macht 32 36 in gewisser Weise eine Zurechnung von 0,8 Periode. Die Einkommensteuer ist halt dann unsere untere Einkommensteuer von 7.080 plus 7.092, die obere minus die untere von 7.080 mal unser Zurechnungsfaktor von 0,8 Periode macht 7.080 plus 12 Euro mal 0,8 Periode sind 7.080 plus 10,67 sind wir bei 7.090 Euro. Okay, ich lag um 33 Cent daneben, aber durch die Abrundung passt es halt. Okay. Da haben wir jetzt die zwei Bemessungsgrundlagen für die Günstigerprüfung. Und wir müssen jetzt schauen, was ist günstiger? Ja. Ohne Kinderfreibetrag haben wir nur 7.090 Euro, mit Kinderfreibetrag 8.183 Euro, nee, natürlich jetzt ohne Kinderfreibetrag. B. Bei einem Einkommen von 35.000 Euro, drei Kinder und mit seiner Frau zusammen veranlagt. Der Kinderfreibetrag ist jetzt also für drei Kinder, allerdings mal zwei, weil es sind ja zwei Eheleute, mal den Kinderfreibetrag plus diese Zurechnung sind also mal 2.304 plus 1.320 ergibt 21.744 Euro. Klingt erstmal viel. Ziehen wir das ab, haben wir das ZVE von 13.256 Euro. Die Einkommensteuer laut Splitting-Tabelle, da unter Grundfreibetrag von den Doppelten von 8.652 gleich 17.304 haben wir keine Einkommensteuer. Wunderbar. Hinzurechnen müssen wir aber wieder das Kindergeld. Das errechnet sich ein bisschen schwerer. Und zwar, wir müssen rechnen, Klammer auf, 190 Euro mal 2. Da wäre das als Erläuterung, zwei Kinder haben.
Die, also fürs erste und zweite Kind jeweils pro Monat 190 Euro. Dann plus 196 Euro fürs dritte Kind, Klammer zu, und das mal 12 Monate jeweils, macht 6.912 Euro. Die wir dazu rechnen, ist eine Bemessungsgrundlage von 6.912 Euro, wenn wir den Kinderfreibetrag in Anspruch nehmen. Ohne Kinderfreibetrag ist das Einkommen wieder mal dem zu versteuernden Einkommen von 35.000 Euro. Untere Grenze ist hier zu finden bei 34.945 Euro. Bitte darauf achten, dass man jetzt in der Splitting-Tabelle und nicht in der Grundtabelle nachschaut. Die Einkommensteuer darauf beträgt 3.792 Euro. Die obere Grenze wäre 35.017 Euro mit einer Steuer von 3.812 Euro. Man sieht hier aus dem Kopf schon, dass ohne Kinderfreibetrag günstiger ist. Wir kommen niemals auf diese 6.912. Wir liegen ja irgendwo zwischen den zwei Steuerwerten. Aber der Vollständigkeit halber machen wir es jetzt mal komplett. Einkommensteuer errechnen für 35.000 Euro ist also die untere Grenze zu berechnen mit 35.000 Euro minus 34.945 Euro macht 55 Euro. Die obere Grenze sind 35.017 minus 35.000 Euro macht 17 Euro. Die Zurechnung ist also 55 durch 55 plus 17 macht 55 durch 72 gleich 0,7639. Damit können wir die Einkommensteuer ausrechnen. Wir nehmen wieder die untere in Höhe von 3.792 Euro plus die Differenz aus der oberen von 3.812 minus der unteren 3.792. Das allerdings vorher mal unserer Zurechnung von 0,7639. Ergibt also 3.792 plus 20 mal 0,7639. Ist gleich 3.792 plus 15,28, ergibt rund eine Steuer- bzw. Bemessungsgrundlage von 3.807 Euro. Und ist damit natürlich günstiger, wenn wir keinen Kinderfreibetrag in Anspruch nehmen. Ja, kommen wir damit zu C. Das Einkommen hier beträgt 255.000 Euro. Wir haben ja zwei Kinder, geboren am 16.10.91 und am 5.05.93, und eine Einzelveranlagung soll durchgeführt werden. Achtung hierbei, das erste Kind wird im Jahr 2016 25 und ist ab dann kein steuerlich zu beachtendes Kind mehr. Das heißt, für die Monate November, Dezember ist es nicht mehr als Kind zu betrachten. Das heißt, wir haben hier nur 10 Monate Anspruch auf Kindergeld und auch nur 10 Monate Anspruch auf den Kinderfreibetrag dafür. Damit ergibt sich dieser aus dem bekannten 2.304 Euro plus 1.320 Euro geteilt durch 12 Monate. Da wir jetzt dann nicht volle Jahre immer haben, müssen wir jetzt zwölfteln. Und mal 22 Monate, die ergeben sich aus den 10 Monaten von Kind 1 plus den 12 Monaten von Kind 2, ergibt 6.644 Euro. Diese müssen wir vom Einkommen abziehen, um auf ein zu versteuerndes Einkommen von 248.356 Euro zu kommen. Die darauf entfallende tariflische Einkommensteuer errechnet sich mit 248.356 Euro mal 0,42 minus 8.394,14 Euro. Das ergibt rund 95.915 Euro. Jetzt müssen wir noch das Kindergeld hinzurechnen. Das sind 190 Euro pro Monat mal 22 Monate, die wir Kinder sozusagen vorhanden waren, macht 4.180 Euro. Das ergibt eine Bemessungsgrundlage von 100.095 Euro. Das müssen wir jetzt vergleichen, wie es wäre, wenn wir keinen Kinderfreibetrag in Anspruch nehmen. Da wäre das Einkommen gleich das zu versteuernde Einkommen in Höhe von 255.000 Euro. Die Einkommensteuer laut Grundtabelle ist für die nächste untere Grenze 254.987 Euro mit einer Steuer von 98.716 Euro. Die Obergrenze ist 255.023, auf die eine Steuer von 98.732 Euro entfällt. Die untere Grenze rechnet sich damit von 255.000 minus 254.987 gleich 13 Euro. Die obere Grenze mit 255.023 minus 255.000 Euro mit 23 Euro. Das heißt, wir liegen so ungefähr im ersten Drittel.
Zurechnung ergibt sich mit 13 Euro durch 13 Euro plus 23 Euro, also 13/36 ergibt 0,3611. Die Einkommensteuer errechnet sich damit aus der unteren Grenze von 98.716 plus der Differenz der unteren und oberen Grenze, also 98.732 Euro minus 98.716 Euro, multipliziert mal unseren Faktor von 0,3611, ergibt 98.716 Euro plus 36 Euro mal 0,3611, ergibt eine Steuer von 98.729 Euro. Damit ist ohne Kinder Freibetrag günstiger. Das ist nebenbei meistens der Fall. Okay, damit sind wir bei Punkt 2 angelangt, der tariflichen Einkommensteuer. Das heißt, vom ZVE zur tariflichen Einkommensteuer, auch wenn wir die jetzt gerade schon wegen der günstiger Prüfung berechnen mussten. Sie ergibt sich grundsätzlich aus einem anzuwendenden Prozentsatz auf das zu versteuernde Einkommen, welches damit die Bemessungsgrundlage darstellt. Allerdings muss vom ZVE noch außerordentliche Einkünfte nach § 34 StG abgezogen werden, sofern welche vorhanden sind. Allerdings, das gilt auch für Einkünfte, die dem Progressionsverhalt im Sinne des § 35 StG unterliegen, und bei beiden Fällen ändert sich halt die Bemessungsgrundlage. Die tarifliche Einkommensteuer errechnet sich mittels der in 1.2 vorgestellten Varianten. Klar. Kommen wir erstmal zu diesen außerordentlichen Einkünften. Geregelt in § 34 Absatz 2 StG. Danach sind außerordentliche Einkünfte nach Nummer 1 Veräußerungsgewinne, die nicht den Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nummer 40 StG unterliegen. Und Nummer 4 Vergütungen für mehrere Tätigkeiten, also zum Beispiel Abfindungen. § 34 Absatz 1 StG. Die Einkommensteuer für diese außerordentlichen Einkünfte errechnet sich nach folgenden Schema, das auch ein Fünftelregel oder Fünftelregelung genannt wird. Erstmal brauchen wir die Einkommensteuer für das zu versteuernde Einkommen inklusive ein Fünftel dieser außerordentlichen Einkünfte. Damit braucht minus der Einkommensteuer für das zu versteuernde Einkommen ohne diese außerordentlichen Einkünfte. Da haben wir eine Differenz, welche wir mal 5 rechnen müssen. Das ergibt dann die Einkommensteuer für die außerordentlichen Einkünfte. Dazu müssen wir die Einkommensteuer für das zu versteuernde Einkommen ohne die außerordentlichen Einkünfte dazurechnen, was unsere gesamte Einkommensteuer ergibt. Daher eine Fünftelregelung. Also man macht die Differenz zwischen den Einkommensteuern mit außerordentlichen und ohne außerordentliche Einkünfte, aber von denen nur ein Fünftel, und darauf die Steuer dann mal 5 ungefähr. Wie sieht das aus? Ich habe mir mal eine Übung überlegt. Und zwar der steuerpflichtige T.lecom hat ein ZVE von 10.000 Euro. Er hat eine Abfindung von 15.000 Euro erhalten, die er für seine langjährigen Dienste von seinem Arbeitgeber zusätzlich zum Eigentumsgehalt erhalten hat. Und die Frage ist hier, wie hoch die tariflische Einkommensteuer für T.lecom ist. Das ZVE ohne außerordentliche Einkünfte ist gegeben mit 10.000 Euro. Mit ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte sind also 10.000 Euro plus ein Fünftel oder 0,2 mal 15.000 Euro ergibt 13.000 Euro. Die Einkommensteuer für 13.000 Euro, also mit den außerordentlichen Einkünften, errechnet sich aus 993,62 mal y plus 1.400, Klammer zu, mal y, wobei y in Klammern das ZVE minus 8.652 Euro, den Grundfreibetrag, Klammer zu, ist, geteilt durch 10.000. In unserem Fall also in Klammern 13.000 Euro minus 8.652 Euro, Klammer zu, geteilt durch 10.000, ist also 4.348 durch 10.000, das ist gleich 0,4348 für y. Ja, das setzen wir jetzt in die Formel ein. Wir haben, Klammer auf, 993,62 mal 0,4348 plus 1.400, Klammer zu, mal 0,4348, ist also in Klammern 432,025,976 plus 1.400, Klammer zu, mal 0,4348, ergibt eine tarifliche Einkommensteuer von 1.832,025,976 mal 0,4348, ist also rund
796 Euro Einkommensteuer für ein ZVE inklusive der ausrutschenden Einkünfte. Damit haben wir jetzt den ersten Wert für unsere Rechnung. Jetzt brauchen wir noch die tarifliche Einkommensteuer für, also ohne die ausrutschenden Einkünfte, nach derselben Formel, aber Y ist halt jetzt anders, ist jetzt 10.000 Euro minus 8.652 Euro, das Ganze geteilt durch 10.000. Ist also 1.348 durch 10.000 macht 0,1348 für Y. Setzen wir das in die Formel ein, haben wir, Klammer auf, 993,62 mal 0,1348 plus 1.400, Klammer zu, mal 0,1348 ist also, in Klammern, 133,939976 plus 1.400, Klammer zu, mal 0,1348 macht 1.533,939976 mal 0,1348, ergibt eine tarifliche Einkommensteuer für 10.000 in Höhe von 206 Euro. Die müssen wir von unserer mit den ausrutschenden Einkünften abziehen. Ist eine Differenz von 590 Euro, die sozusagen faktiv auf die ausrutschenden Einkünfte anfallen, auf ein Fünftel davon. Da sie aber nur auf ein Fünftel anfallen, müssen wir sie jetzt mal 5 rechnen. Ergibt also Einkommensteuer für die ausrutschenden Einkünfte, für nichts anderes, 2.950 Euro. Dazu unsere normale Einkommensteuer sozusagen von 206 Euro. Ergibt unsere Gesamteinkommensteuer in Höhe von 3.156 Euro. So, damit kommen wir zum nächsten Punkt, dem Progressionsvorbehalt. Zu finden in § 32 Absatz 1 StGB. Progression, der, wie der Name, der lateinische Name schon sagt, heißt ansteigend. Und es bedeutet im Steuerlichen so viel wie, dass folgende steuerfreien Einkünfte zwar einkommensteuerfrei sind grundsätzlich, allerdings den Prozentsatz erhöhen. Und zwar gilt das für Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld und Elterngeld. Das heißt umgekehrt, die Bemessungsgrundlage bleibt zwar gleich, aber die Bemessungsgrundlage für den zu ermittelnden Einkommensteuersatz erhöht sich. Das heißt, der Steuersatz steigt. Wie sieht das aus? Erstmal brauchen wir die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer. Dazu rechnen wir die Einkünfte, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen und haben die Bemessungsgrundlage für den Einkommensteuersatz. Daraufhin rechnen wir, wie hoch die Einkommensteuer ist, die darauf entfällt, teilen das durch die Bemessungsgrundlage mal 100% und erhalten dann sozusagen unseren Einkommensteuersatz, den neuen. Den multiplizieren wir mit der normalen Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer und erhalten unsere Einkommensteuer. Das heißt, die ganze Rechnung dient einfach nur dazu, den erhöhten Einkommensteuersatz auszurechnen, den wir dann auf unsere ursprüngliche Bemessungsgrundlage anrechnen. Machen wir auch dazu ein Beispiel. Die steuerpflichtige IGITA hatte im VZ 16 ein ZVE von 40.000 Euro, welches sie aus selbstständiger Tätigkeit ab Juli erwirtschaftete. Zusätzlich erhielt sie für die Monate Januar bis März monatlich Arbeitslosengeld in Höhe von 1.200 Euro, sowie wie für die Monate April bis Juni eine monatliche Grundsicherung, kurz ALG 2, in Höhe von 800 Euro. Wie hoch ist ihre Einkommensteuer für den VZ 16? Ja, wir müssen jetzt schauen, was unterliegt der Progression. Das ALG 1 unterliegt der Progression. Sie hat davon 3 mal 1.900 Euro gleich 3.600 Euro bekommen. Das ALG 2 hingegen ist steuerfrei und auch progressionsfrei und damit ist es komplett raus. Die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer bleibt also unverändert 40.000 Euro. Allerdings, um den erhöhten Steuersatz auszurechnen, müssen wir die Einkünfte hinzurechnen, die dem Progressionsvorbehalt, hier also ALG 1, unterliegen. Also plus 3.600 Euro ergibt unsere Bemessungsgrundlage für den Einkommensteuersatz von 43.600 Euro. Ja, jetzt müssen wir den Schema fortfahren. Dazu brauche ich aber eine neue Folie. Wir brauchen jetzt die darauf entfallende Einkommensteuer auf die 43.600 Euro. Nach den Formeln errechnet die sich mit 225,4 mal Z plus 2397, Klammer zu, mal Z plus
952,48. Z ist hierbei das zu versteuernde Einkommen minus 13.669 Euro, Klammer zu, geteilt durch 10.000, macht 43.600 Euro minus 13.699 Euro, hier fehlt leider eine Klammer, durch 10.000, macht 29.901 Euro durch 10.000, ergibt Z mit 2,9901. Das setzen wir in die Formel ein. Da haben wir jetzt Klammer auf 225,4 mal 2,9901 plus 2397 Klammer zu mal 2,9901 plus 952,48. Das ist Klammer auf 673,96854 plus 2397 Klammer zu mal 2,9901 plus 952,48. Macht weiter 3070,96854 mal 2,9901 plus 952,48 ergibt 9182,5 plus 952,48, macht eine Steuer letztendlich von rund 10.134 Euro, die auf unsere Bemessungsgrundlage von 43.600 entfällt. Das teilen wir durch unsere Bemessungsgrundlage mal 100%, also die Bemessungsgrundlage für den Einkommensteuersatz durch 43.600 mal 100%, was einen Einkommensteuersatz, den wir anzuwenden haben, von 23,245% ausmacht. Das nehmen wir mal unsere ursprüngliche Bemessungsgrundlage von 40.000, was eine Steuer von 9.298 Euro macht. Okay. Ich bin mit der Theorie durch, jetzt seid ihr dran. Ich habe mir wieder ein paar Aufgaben einfallen lassen. Wer irgendwie Videos kennt, weiß, was jetzt kommt. Bitte pausieren, Stift und Zettel zur Hand nehmen oder alles andere, was man möchte. Und die Übungen versuchen, selbstständig zu lösen. Ich springe derweil zu den Lösungen und dann schauen wir mal, ob das alles einigermaßen sattelfest sitzt. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Genau genommen zur ersten von 9. Und wir fangen natürlich mit Fall 1 an. Hier ging es um die Eheleute Meller mit einem Einkommen von 52.000 Euro. Und hier hatten wir einen Härteausgleich nach § 46 Absatz 2 Nummer 1 StGB in Verbindung mit § 70 StDV durchzuführen, weil sie Einkünfte aus Gewerbebetrieb von 500 Euro und sonst nichts anderes hatten und damit in diesem Bereich vom Härteausgleich von 410 bis 820 Euro liegen. Also ihr eigenes Einkommen war ja 52.000 Euro, ihre anderen Einkünfte waren halt in dem Fall gewerblich von 500 Euro. Härteausgleich ist hier durchzuführen mit 820 Euro minus 500 Euro gleich 320 Euro, da wir in dem Bereich zwischen 410 und 820 Euro liegen. Das ZVE ergibt hierbei 51.680 Euro. Ja. Die tarifische Einkommensteuer, die wir ausrechnen müssen, da ist die untere Grenze 51.649 Euro mit einer Steuer von 8.398 Euro, die obere Grenze 51.721 Euro mit einer Steuer von 8.418 Euro. Rechnen wir also die Differenz zur unteren Grenze aus, ist das 51.680 minus 51.649 Euro macht 31 Euro. Die obere Grenze sind 51.721 minus 51.680 Euro, macht 41 Euro. Okay, wir liegen jetzt also eher so in der Mitte, aber trotzdem tendieren zur unteren Grenze hin. Wenn ich eine Schätzung abgeben müsste, ich mache es jetzt einfach mal, 20 durch 7 mal 3 sind etwa 3, so 9. Ja, müssten wir ungefähr bei einer Steuer von 8.406 Euro landen. Vielleicht auch 8.407. Okay, also wie sieht es aus mit dieser Zurechnung? Das wären 31 Euro durch 31 plus 41 Euro. Also insgesamt 31 durch 72 Euro macht 0,4306. Wir errechnen die Einkommensteuer mit der unteren Einkommensteuer von 8.398 plus, Klammer auf, die obere von 8.418 minus die untere 8.398 Euro, Klammer zu, mal unserer Zurechnung von 0,4306.
ist also 8.398 Euro plus 20 Euro mal 0,4306, macht also 8.398 plus 8,61 Euro. Ja, so kommen wir 8.406 Euro, habe ich ja auch ungefähr so im Kopf gerechnet. Sehr gut. Okay, drittens, also Lösung 3, Aufgabe 2. Hier brauchen wir den Paragraph 34 Absatz 2 Nummer 4 StG, denn wir haben hier außerordentliche Einkünfte. Und zwar eine Abfindung, die in seinem ZVE von 70.000 Euro enthalten ist. Das heißt, sein eigentliches ZVE ohne diese außerordentlichen Einkünfte sind 70.000 minus 20.000 gleich 50.000 Euro. Das ZVE mit einem Fünftel der außerordentlichen Einkünfte ergibt sich dann aus 50.000 plus ein Fünftel oder 0,2 mal 20.000 Euro, macht also 54.000 Euro. Und darauf müssen wir jetzt die tarifische Einkommensteuer errechnen. Hier gilt die Formel, Klammer auf, 225,4 mal Z plus 2397, Klammer zu, mal Z plus 952,48, wobei Z gleich in Klammern ZVE minus 13.669, Klammer zu, geteilt durch 10.000 ist, also Klammer auf, 54.000 minus 13.669, Klammer zu, durch 10.000, macht 40.331 durch 10.000 und damit einen Faktor von 4,0331 für Z. Setzen wir das in die Formel, haben wir 225,4 mal 4,0331 plus 2397, Klammer zu, mal 4,0331 plus 952,48 ist also in Klammern 909,06074 plus 2397, Klammer zu, mal 4,0331 plus 952,48 ist 3306,06074 mal 4,0331 plus 952,48 ergibt also eine Steuer von 14.286 Euro für das ZVE inklusive ein Fünftel der außerordentlichen Einkünfte. Jetzt können wir mit unserem Schema anfangen. Als nächstes müssen wir dafür allerdings die Einkommensteuer für die eigentlichen 50.000 errechnen. Die Formel bleibt gleich, das Z ändert sich. Hier müssen wir nämlich für Z rechnen 50.000 Euro minus 13.669 Euro, das Ganze dann geteilt durch 10.000, was ein Z von 3,6331 ergibt. Eingesetzt in die Formel haben wir dann, Klammer auf, 225,4 mal 3,6331 plus 2397, Klammer zu, mal 3,6331 plus 952,48 ist also, Klammer auf, 818,90074 plus 2397, Klammer zu, mal 3,6331 plus 952,48 ist also 3215,90074 mal 3,6331 plus 952,48. Entschuldigung für alle, die jetzt schon eingeschlafen sein sollten. Ich weiß, das sind viele Zahlen. Glaubt mir, das vorzulesen ist auch nicht so spannend. Er gibt aber dann endlich eine Einkommensteuer von 12.636 Euro, die wir hier abziehen müssen. Okay, wieder aufwachen, jetzt wird's spannend. Die Differenz zwischen diesen beiden Einkommensteuern ist dann 1.650 Euro. Das müssen wir mal 5 nehmen, was unsere Einkommensteuer nur für diese außerordentlichen Einkünfte macht, und das zwar in Höhe von 8.250 Euro. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Einkommensteuer ohne diese außerordentlichen Einkünfte als für unsere normalen Einkünfte. Die haben wir bereits ausgerechnet mit 12.636 Euro. Macht also eine Gesamteinkommensteuer von 20.886 Euro. Damit kommen wir zu Lösung 5, Aufgabe 3. Hier haben wir Eheleute mit Kindern. Wir werden uns also um den Kinderfreibetrag und die Günstigerprüfung nach § 32 Absatz 6 StG kümmern müssen. Wen haben wir denn da? Schauen wir erstmal an. Da ist der Peter. Der ist 3 Monate, und zwar Januar bis März, ein Kind nach § 32 Absatz 4 Nummer 2a StG, da er Januar bis März noch 24 Jahre alt und in erster Berufsausbildung ist. Hermann, der ist das ganze Jahr,
Kind nach 32 Absatz 4 Nummer 3 SEG, da er schon vor der Vollendung seines 25. Lebensjahres, sprich seit Geburt, hilflos ist. Und damit ist er sozusagen steuerlich ewig ein Kind. Was haben Sie jetzt also an Kindergeld? Sie haben 15 Monate Anspruch auf Kindergeld. Das sind erste und zweite Kinder, also jeweils 190 Euro. Können wir also mal 190 Euro pro Monat rechnen. Macht Kindergeld, was Sie erhalten haben, von 2850 Euro. Der Kinderfreibetrag entspricht 15 Monate durch 12 Monate, ist ja Jahreswert angegeben, mal 2304 Euro plus 1320 Euro. Das allerdings mal 2, wir haben ja hier Eheleute, die zusammen veranlagt werden. Das sind also 15 Zwölftel mal 3624 Euro mal 2, macht ein Kinderfreibetrag von 9.60 Euro. Wir haben jetzt das Einkommen von 510.000 Euro. Der Kinderfreibetrag von 9.060 Euro, den ziehen wir ab und erhalten das ZVE, wenn wir jetzt den Kinderfreibetrag nutzen, von 500.940 Euro. Die darauf entfallende Einkommensteuer errechnet sich mit 0,42 mal die 500.049 Euro minus 16.788,28 Euro, also 210.394,8 minus 16.788,28 Euro, macht 193.606 Euro, wenn wir den Kinderfreibetrag nutzen. Darauf kommt aber noch das Kindergeld, was wir hinzugerechnet haben, von 2.850 Euro, macht Bemessungsgrundlage von 196.456 Euro. Das vergleichen wir jetzt, wie es aussieht ohne den Kinderfreibetrag. Das ZVE ist natürlich gleich geblieben hier, 510.000 Euro. Die Steuer, die darauf entfällt, laut Splitting-Tabelle, untere Grenze wäre 509.974 Euro mit einer Steuer von 197.432 Euro. Und die obere Grenze 510.046 Euro, was eine Steuer von 197.464 Euro macht. Die Zurechnung zur unteren Grenze wären also 26 Euro durch in Klammern 26 plus 46 Euro, also 26 durch 72 Euro, macht 0,3611. Die Einkommensteuer ergibt sich hier aus der unteren Einkommensteuer von 197.432 plus in Klammern die obere von 197.464 minus die untere, also minus 197.432, Klammer zu, mal unseren Faktor von 0,3611, macht also 197.432 plus 32 mal 0,3611, insgesamt 197.443 Euro. Und hier sehen wir mal, mit Kinderfreibetrag ist es in dem Fall wirklich günstiger. Nehmen wir diesmal also mit Kinderfreibetrag. Das heißt, das ZVE ist jetzt ja auch nicht unsere 510.000, sondern 500.940. Jetzt müssen wir noch den Progressionsvorbehalt für das Krankengeld nach § 32 Absatz 1 betrachten. Die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer ist in dem Fall also 500.940 minus 20.000 Euro Krankengeld, die ja bereits sozusagen enthalten sind, macht 480.000 Euro 940 plus die Einkünfte, die den Progressionsvorbehalt unterliegen, ja in dem Fall rechnen wir es halt wieder drauf, ist natürlich blöd, macht unsere Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer von 500.940 Euro. Darauf müssen wir sehen, welche tarifliche Einkommensteuer entfällt. Das haben wir jetzt in Teil 7 schon ausgerechnet, das mache ich jetzt nicht nochmal. Das waren 193.606 Euro. Die teilen wir durch die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer. Satz mal 100%. Ergibt also 38,649% Einkommensteuersatz, den wir auf unsere Bemessungsgrundlage 480.940 anzuwenden haben. Das heißt, wir multiplizieren die miteinander. Ergibt eine tarifliche Einkommensteuer von 185.876 Euro. Hier müssen wir das Kindergeld ja noch hinzurechnen, da der Kinderfreibetrag günstiger war, womit wir auf die festzusetzende Einkommensteuer von 188.726 Euro kommen.
Diesen letzten Schritt hätten wir jetzt nicht machen müssen. Das ist eigentlich Teil der nächsten Vorlesung. Nur da ich jetzt schon das mit erwähnt habe, dass das Kindergeld halt draufgerechnet wird, wenn es günstiger ist, habe ich das jetzt gleich mal hinzugemacht. Wenn ihr aber nur bis zur tariflichen Einkommensteuer gerechnet habt, ist das alles vollkommen okay. Ja, damit sind wir am Ende angelangt. Ich gebe zu, diesmal war es leider wirklich sehr trocken, es ging nicht anders und es waren auch sehr schwere Themen. Also wenn ihr hier Probleme hattet, kann ich das nachvollziehen. Das ist ein wirklich, naja, doch schon ziemliches Detail und ziemliches tiefes Fachwissen. Ich hoffe, ist euch einiges aber jetzt klar geworden. Ich hoffe, wenn Fehler entstanden sind, konnte man die jetzt sehen und nachvollziehen, wie man es denn hätte machen sollen. Ich würde mich über eine gute Bewertung freuen, trotzdem einen Daumen nach oben. Ihr wisst, das hilft mir sehr, vor allem, weil dann meine Videos auch eher gefunden werden. Das ist ja dieser YouTube-Algorithmus, der danach geht. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, euch beim nächsten Video zu sehen. Da machen wir die Einkommensteuer endlich fertig und zeigen ihr, wo der Hammer hängt. Und für die, die es nicht gefallen hat, sagt noch am besten, was ich besser machen kann. Und dann schauen wir mal. Ich verabschiede mich jetzt und ein schönes Wochenende. Vielleicht, wenn ihr das Video seht, ihr euch auch. Auf jeden Fall, schönen Tag, bis nächstes Mal und tschüss!